Um mit Word wirklich effizient arbeiten zu können, solltest du dich mit den Formatvorlagen vertraut machen. In den Materialien findest du diese Hausinfobroschüre und die ist eigentlich schon ein bisschen gestaltet, aber wenn du jetzt nachträglich die Schrift ändern möchtest, so müsstest du jeden einzelnen Absatz auswählen und da die Schrift wieder manuell ändern und das ist natürlich aufwendig und auch störungsanfällig. Viel besser ist es, hier mit sogenannten Formatvorlagen zu arbeiten. Das heißt, mit Formaten, die über das ganze Dokument hinweg einheitlich definiert sind. Wenn du dann nämlich eine Formatvorlage änderst, so ist es im ganzen Dokument überall geändert. Als Vorbereitung empfehle ich dir hier wiederum die nicht druckbaren Zeichen einzublenden und diese Formatvorlagen, die findest du hier. Diese Ansicht finde ich aber nicht sehr übersichtlich. Ich tippe hier auf dieses feine Symbol und dann wird es mir als seitliche Palette angezeigt. Und hier siehst du die vorgegebenen Formatvorlagen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was das mit Überschrift 1 und 2 und 3 auf sich hat. Das ist nichts anderes als eine Titelhierarchie. Überschrift 1 ist also der Haupttitel und das wäre dann ein erster Untertitel und Überschrift 3 noch weiter untergeordnet. Hier empfehle ich dir, die Vorschau anzuzeigen. So siehst du auch gleich, wie es dann wirklich ausschaut. Und damit wir jetzt diese Formatvorlagen nutzen können, müssen wir das Dokument zuerst entsprechend einrichten. Das ist also die Überschrift 1 und das Kurzporträt wäre Überschrift 2. Dann der Text hier, das ist Standard, das ist schon richtig definiert und hier geht es mit der Überschrift 2 weiter. So, nun bin ich soweit. Du siehst, ich habe nun konsequent die ganze Datei so formatiert. Also Unterricht wäre wieder eine Überschrift 1. Nun gefällt mir das natürlich nicht so. Diese farbigen Titel, die finde ich ein bisschen unpraktisch und das möchte ich jetzt ändern. Ich überfahre mal die erste Überschrift und wähle hier stattdessen eine andere Schrift, nämlich die SIGO, ist hier unten, SIGO UI oder UI, die soll 18 Punkt sein, fett und als Schriftfarbe schwarz. So, jetzt sieht es schon besser aus und damit ich jetzt das nicht überall manuell machen muss, kann ich hier, und da mache ich diese Palette etwas größer, bei dieser Überschrift 1 in das Dreieck klicken und da kann ich jetzt den obersten Befehl wählen, Überschrift 1 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Jetzt siehst du, ist die Vorschau dieser Überschrift 1 geändert und wenn ich jetzt da durch die Datei hindurch scrolle, siehst du, ist überall diese Überschrift 1 geändert. Dasselbe mache ich für die Überschrift 2. Auch hier wieder wähle ich diese SIGO und diesmal 12 Punkt, fett und wiederum schwarz. Und auch da tippe ich neben Überschrift 1 in dieses Dreieck, in diese Optionen und aktualisiere diese Überschrift 2 ebenfalls. Und bereits ist es überall im Dokument geändert. Ich kann so eine Überschrift auch manuell ändern. Wenn ich direkt in dieses Dreieck tippe, so kann ich hier den zweiten Befehl wählen, ändern. Obwohl ich hier gar keine Überschrift 3 habe im Moment, kann ich sie da manuell ändern, nämlich auch wieder SIGO, diesmal 10 Punkt, fett und schwarz. Okay, und jetzt ist diese Überschrift 3 schon bereit, falls ich sie im Dokument dann trotzdem mal brauchen sollte, kann ich sie auswählen und sie wird konsequent angewendet. Fehlt noch diese Standardschrift, ich überfahre den ersten Absatz
Und auch hier wähle ich diese Seago 10 Punkt in der Schriftgröße und natürlich schwarz ist schon eingestellt, aber der Zeilenabstand, der soll etwas luftiger sein. Das mache ich über die Optionen, nicht einfach, sondern mehrfach und da 1,4 und jetzt sieht es schon recht hübsch aus und auch diese Standard soll nun konsequent geändert werden. Wiederum hier Standard aktualisieren, um der Auswahl anzupassen und jetzt siehst du, ist diese Datei konsequent umgestaltet. Für längere Dateien empfehle ich dir also künftig, dass du schon von Beginn weg konsequent mit diesen Formatvorlagen arbeitest und so eben viel schneller und effizienter die Datei konsequent formatieren kannst.